So, dann werden wir mal einrichten. Hallo, ich bin Carsten. Hallo, ich bin Carsten. Hallo, ich bin Carsten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ich will wandern. Heute bin ich in der Eifel unterwegs. Und zwar habe ich gesehen, dass es in der Eifel auch jetzt Trekkingplätze gibt. Seit letztem Jahr gibt es die. Und wir haben heute den 1. April. Und ab dem 1. April jeden Jahres kann man halt sich auf einen von diesen Trekkingplätzen einmieten. Es gibt insgesamt 4 von den Plätzen in der Eifel verteilt. 3 davon ziemlich im Norden und ein etwas südlicher. Ja, ich habe mir für heute mal einen im Norden ausgesucht. Den Platz, den Trekkingplatz Nordstern, oder Nordsternpark. Der sich in der Gegend der Burg Vogelsand befindet. Näher werde ich das jetzt nicht beschreiben, wo er sich befindet, weil es ist so, dass die genauen Orte der Trekkingplätze nicht weiter verraten werden. Erst wenn man wirklich den Platz gebucht hat, bekommt man eine E-Mail mit den genauen Koordinaten und einer Wegbeschreibung zu den Plätzen. Es soll halt verhindert werden, dass da wild irgendwelche Leute campen und Müll hinterlassen oder dergleichen. Ja, ich verbinde das Ganze natürlich mit Natur hier in der Eifel. Ich habe mir eine Rundtour rausgesucht. Passenderweise geht die Tour kurz vorm Ende halt in der Nähe des Platzes vorbei, sodass ich da dann nur einen kleinen Abstecher zu machen brauche. Und dann direkt zu dem Trekkingplatz komme. Ich bin gespannt, wie die Plätze sind. Ich würde sagen, ich nehme euch mit und wir schauen uns das Ganze mal gemeinsam an. Also, bis später. Ja, ich bin jetzt unterwegs zu meinem Trekkingplatz Nordstern. Ich bin echt mal gespannt, wie das da so ist. Und zwar können pro Trekkingplatz maximal 2 Zelte stehen, also 2 Personenzelte. Und zwar sind da so Holzplattformen oder Holzterrassen und nur auf diesen Holzplattformen darf man ein Zelt aufschlagen oder ein Tarp. Ja, da streiten sich natürlich die Geister, ob das wirklich was mit Trekking zu tun hat oder was das Ganze soll. Also das hat schon einen ernsthaften Hintergrund. Und zwar, also ich habe da mal ein bisschen nachgelesen. Also die Idee, die dahinter steckt, das kommt wohl auch aus anderen Ländern, wo es solche Trekkingplätze schon länger gibt. Und zwar soll mit diesen Holzplattformen verhindert werden,
dass diese Trekkingplätze in die Fläche ausfransen. Dass jemand meint, ach nö, hier ist nicht schön genug, ich ziehe noch mal einen Meter weiter ins Gebüsch oder so. Das soll halt damit verhindert werden. Man muss ja auch bedenken, wir befinden uns hier mitten im Nationalpark. Ja, es gibt auch genug Stimmen, die sagen, ja, das hat ja mal überhaupt nichts mit Trekking zu tun, dass man sich da auch vorher noch extra anmelden muss. Ja, mein Gott, man sollte aber vielleicht auch mal froh über die Möglichkeit sein, die einem da geboten wird und das Ganze auch noch ganz legal. Ja, ich bin erst kürzlich auf diese Trekkingplätze hier aufmerksam geworden. Und zwar deshalb, weil das Bergische Land auf Facebook gepostet hat, dass die sich hier die Trekkingplätze angeschaut haben und überlegen, bei uns im Bergischen Land, das heißt bei uns, ich wohne ja auch nicht im Bergischen, aber halt nicht weit weg, auf jeden Fall überlegt das Bergische Land auch solche Trekkingplätze anzuschaffen. Und deshalb habe ich gedacht, ja, dann schau dir doch schon mal die hier an. Weil ich bin da echt gespannt drauf, wie das funktioniert, auf so einer Plattform sein Zelt aufzubauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Trekkingplatz Nordstern. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich hier das Zelt aufgebaut kriegen soll. Jetzt sind hier am Rand sind ein paar Ösen und einmal nochmal genau in der Mitte. Und damit soll man sein Zelt abgespannt bekommen. Mal eins vorweg zu sagen, nehmt genug Schnur mit. Ich habe mein Zelt auch schon stehen. Ja, dies ist dann halt so eine Plattform, auf die die Zelte aufgebaut werden müssen. Ich habe extra die andere freigelassen, weil ich weiß, dass die andere Hälfte auch vermietet ist. Die Leute sind noch nicht da, schauen wir mal. Das kann man auf der Internetseite immer ganz gut sehen. Man kann auf der Internetseite direkt das Datum anklicken und man kann dann sehen, ob noch zwei freie Plätze, ein freier Platz oder ganz belegt ist. Ist überhaupt kein Thema. Und wenn man unbedingt alleine sein möchte, ist das auch kein Thema. Aber dann muss man halt für zwei Zelte buchen. Ja, zu dieser Plattform gehört dann auch Tisch und Bank, sodass man sogar noch relativ bequem hier sitzen kann. Ja, und zu jedem dieser Plätze gehört auch eine Toilette. Und die zeige ich euch jetzt auch mal. Ja, also hier ist das Örtchen jetzt. Und drehe mich mal um. Ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann. Da hinten
steht mein Zelt. Also schon weit genug weg. Ja, es handelt sich hier bei dem Häuschen mehr oder weniger um ein Plumpsklo. Es handelt sich um eine Komposttoilette. Und zwar, ich mach mal auf. Also ist das Ding auf den ersten Blick ähnlich wie ein Dixie, aber da unten gibt es keine Flüssigkeit drin, sondern tatsächlich wird hier aus den Fäkalien Kompost gemacht. Und ja, wichtig ist bei der Benutzung, dass man nach seinem Geschäft halt eine Tasse, ja, da steht eine Tasse drin, Rindenmulch in den beiden Beuteln, die da standen, ist Rindenmulch drin. Ja, das soll halt da rein, damit man zum einen soll es den Geruch hemmen und zum anderen geht dadurch der Kompostiervorgang schneller in Gang. Ja, also das soll es jetzt erstmal hier zu diesem Trekkingplatz sein. Mein Tee sollte jetzt genug gezogen haben. Ja, mein Fazit zu den Trekkingplätzen in der Eifel oder zumindest zu dem Platz Nordstern. Also im Allgemeinen, die Idee ist ja schon mal super, solche Plätze anzubieten. Das mit der Plattform, okay, wenn man die Hintergründe kennt, ist es verständlich. Es soll halt nicht, soll halt wirklich nur an der einen Stelle das Zelt stehen und nicht im Umkreis von 200, 300 Metern um den Platz herum. Ja, das Zelt aufbauen. Ja, beim ersten Mal tut man sich da sicherlich ein bisschen schwer oder zumindest schwerer als ein Zelt auf eine Wiese zu bauen. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen kriegt man das eigentlich problemlos hin, wenn man genug Abspannmaterial hat. Also ich habe für mein kleines Einmann-Tunnelzelt 10 Meter Zeltleine noch extra mitgenommen und die hat nicht ganz gereicht. Sicherlich kommt es auch noch ein bisschen drauf an, was für eine Art Zelt man hat. Also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man ein Geodät oder ein Iglo hat, eventuell weniger Leine braucht, weil die Zelte ja schon von alleine stehen. Ja, das mit der Komposttoilette ist, glaube ich, eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Klar, Wasser gibt es da nicht. Und bevor jeder irgendwo in die Büsche scheißt, und wir wissen ja, dass es genug gibt, die ihre Hinterlassenschaften offen liegen lassen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Lösung so. Ja, jetzt komme ich nochmal auf die Lage dieses Platzes. Also wie gesagt, ist der Platz 1 Nordstern. Ja, also ich finde die Lage
Bisschen unglücklich gewählt, würde ich sagen. Zum einen die Bundesstraße ist nicht sehr weit weg. Und die Burg Vogelsang ebenfalls nicht. Und von daher hat man zumindest tagsüber ist es da dann doch mit einigen Verkehrslärm verbunden. Sicherlich spielt auch noch ein bisschen die Windrichtung die Rolle. Naja, wobei man muss sagen, nachts, es war meines Erachtens sehr ruhig. Also man hat ganz selten dann mal ein Auto gehört. Und ja, als der Köln-Bonner Flughafen nicht mehr so viel Flieger hat starten lassen, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich mitten in der Nacht. War schon. Keine Frage. Ich war sogar so.